Morgen. Ich habe ja immer ein bisschen Sorge, wenn man sich den Journalismus so anschaut. Herr Dittmar hat das ein bisschen auch ausgeführt, die Kommunikation. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass morgen in der Zeitung steht, in Hamburg wurde ein Wissenschaftler ausgezeichnet, der Blinde wieder sehend macht. Das erinnert mich an eine Geschichte vor 2000 Jahren. Wir wollen ein bisschen daran arbeiten, dass das nicht so direkt drinsteht, sondern dass man versteht, wie wir auf dem Weg sind. Tomorrow I'm afraid that we will have the headline in the newspapers that here is a scientist who was awarded for making blind people see. We are not yet there, but we are on the way. Let's talk a bit about vision. What is the magic we are all taking for granted, seeing? Was ist das Geheimnis des Sehens, wenn man sich das genauer anschaut? I think that vision, we have two parts. We have a machine-like part, which is in the eye, that is retina. It's a computer. It's a well-programmed, solid machine. And then we have a part which is in the cortex, in our brain, which is highly plastic and would interpret this language that is coming from the retina. And this is what's very special about vision, that you have on a front an absolutely rigid machine where many things can go wrong, and that's for the disease. And then you have a very plastic part that listening to it and try to interpret what is out there. Also das Sehen, ich übersetze das so kurz inhaltlich, besteht im Grunde genommen aus zwei wichtigen Teilen. Das eine ist das Auge, im Grunde genommen ein rigider Computer, eine echte Maschine. Und auf der anderen Seite, der zweite Teil, das Gehirn, das sehr plastisch ist, was sozusagen diesen anderen Teil darstellt. Bertrand Roska fokussiert sich auf die Maschine, auf das Sehen. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, so als Kinder haben wir ein Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Sehen Menschen, funktioniert diese Maschine, das Auge, bei allen identisch? Oder könnte es sein, dass der Oberbürgermeister möglicherweise Dinge komplett anders sieht, weil seine Maschine anders ist als meine? Is this machine identical from humans to humans? I think in healthy humans, it is close to identical. Indeed, we just did an experiment to look at it. And it's very closely identical. And of course, if you have a disease, it's different. What is really different is our brain. We are learning to see. The machine provides us an input, and we learn to interpret the image. So it's very well possible that your brain, what you see and I see, is very different. We have no way of knowing. Also, zusammengefasst, die Maschine, das Auge, die Retina und so ist, abgesehen von natürlich Erkrankungen, bei allen identisch. Also Herr Bürgermeister, Ihr und mein Auge ist identisch, aber, und das Aber hat er erwähnt, die Interpretation, denn Sehen ist natürlich die Interpretation durch das Gehirn, die Verarbeitung. Und was dann am Ende rauskommt, ja, wenn ich rot sehe und Sie sehen rot, sehen wir unter Umständen zwei unterschiedliche Dinge. Aber das ist das Gehirn, nicht der Apparat. Now you were studying the eye and, well, as a simple view, you could see the eye and you could look upon it as just a simple camera. But the eye is more than a camera. Das Auge ist mehr als nur der Sensor einer Kamera. Yeah, this is one of the most fundamental message about the eye. It is not a camera. It has a camera on it, but it has a massive computer on it. And this massive computer had 100 different elements, and just like a car, all the elements, it's understandable. Because it's a machine, it's understandable, and it's repairable. Because we know which are the elements, and we have ways of studying them and ways of repairing them. But it is a computer and a camera together. And when a camera goes wrong, the computer is still there, and that is our chance. That once we make it light as they begin, the computer part is still there. Also das Auge darf man nicht direkt mit dem Sensor einer Kamera vergleichen. Es ist eine Maschine, sie verarbeitet eben auch diese Signale. Und genau das unterscheidet das Auge von zum Beispiel einer Videokamera, wie sie im Moment hier im Stream verwendet wird. Und die Verarbeitung ist ein Schritt, aber wenn der Sensor irgendwo defekt ist, können wir, so die Hoffnung, diesen Sensor reparieren. Now, if you look at blindness, I mean, there are different
areas of blindness, but there is one sort of cluster of blindness which is linked to literally the retina itself, to the light-sensitive rods and so on. And this is, I think, so your focus right now. Also wenn man sich das Sehen anschaut, gibt es natürlich viele verschiedene Erblindungsmöglichkeiten, aber es gibt eben auch Erblindungen, die direkt mit der Retina zusammengehen, also mit dem Sensor, und das ist das, worauf Sie besonders fokussieren. Yeah, so for AZID IOB, we are really focusing currently on diseases of the camera, of the photoreceptors. So Hendrik Scholl is a world-leading expert on this disease in patients, and what we are trying from the research side is come up with understanding and ways of manipulating the rest of the circuitry to make light sensitive. So that's, I think, the core is that we work together with leading experts, in this case Hendrik Scholl, of the retinitis pigmentosa. And then from research side, we try to put together our mechanical understanding and repairability of the retina to do something for patients. Also wir fokussieren auf die Retinitis pigmentosa, eine bestimmte Form der Erblindung. Ich habe es vorher erwähnt, etwa 40.000 in Germany is about the count. 40.000 Menschen in Deutschland erkranken darin. Ganz schlimm, man wird nach und nach blind. Und der entscheidende Punkt, den Botton sagt, ist, es ist die Kooperation. Es ist sozusagen nicht nur die Grundlagenforschung. Er arbeitet mit Ärzten, mit im Grunde genommen dem Medizinbereich, der genau dieses anschaut. Und die Zielsetzung ist am Ende, diesen Patienten zu helfen. Das haben wir ja auch im Film gesehen. Es gibt so die ersten Experimente. Wie genau funktioniert das? Yeah. How does this work? The way we try to approach this problem is you lose your photoreceptors, so you have a computer which has no light input. And what we try to create is artificial photoreceptors that we make. And we make gene therapy vectors. We put a little DNA in it, which has two components, an address, which cell type you want to target, and a light-sensitive channel from algae or bacteria. And so clinicians inject this virus into the eye. It goes to all cell types, but this little address tells in which cell type to make the light-sensitive channel, and then we make that cell light-sensitive, and now we have again a computer with a light-sensitive layer. Also das Prinzip ist die Gentherapie. Es geht darum, dass man ein Virus nimmt, kein Virus, was so gefährlich ist wie Corona, muss man dazu sagen. Nicht der Corona. Und das Virus im Grunde genommen ausstattet mit DNA. Das Virus ist sehr selektiv, was genau diese lichtempfindlichen Zellen betrifft. Und man kann im Grunde genommen diese Zellen jetzt umprogrammieren, sodass sie wieder lichtempfindlich werden. Und das Ganze funktioniert darüber, dass man es injiziert ins Auge. For the layman, injecting something into the eye is, well, first of all, is it safe, is the first question. Is it not only safe on the basis of the injection, but is it also safe if you speak of viruses? Looking at gene therapy, this was a big problem in the beginning. Also, wie ist die Sicherheit dieser gentherapeutischen Methode, wenn man das mal vergleicht mit den ersten Versuchen zu Beginn der Gentherapieerforschung? Da gab es ja Schwierigkeiten. First, I'd like to mention that injecting something to the eye is completely a normal practice today. In macular degeneration, a drug called Lucentis is injected. My colleague Hendrik Scholl, I think every Monday, is injecting 10 minutes per patient. So it is a completely standard procedure. What we inject is very important, is completely safe. And in the first phase of gene therapy, people worked with so-called lentiviruses, which had at the beginning problems. Now today we work with so-called adeno-associated viruses, just a new virus, the names don't matter. And these are completely safe. And so I think it's now we know it's safe. Now the question is efficacy. Mm-hmm. Also, die Sicherheit ist gegeben. Zum einen eine Spritze ins Auge, das ist Standard bei Ophthalmologen. Ja. Ich stelle mir das immer ein bisschen komisch vor, aber wie gesagt, das ist sicher. Und das Zweite ist,
dass die verwendeten Viren ursprünglich bei der Gentherapie sogenannte Lentiviren, also langsam wachsende Viren waren, die eben da Probleme machten, aber inzwischen hat man andere Viren, Adenoviren, bei denen man ganz sicher ist, dass das Risiko da, zum Beispiel Krebs zu erzeugen, null ist. Und das Entscheidende oder die Fragestellungen, die jetzt da sind, sind die der Effektivität. Also wie viele Zellen kann man sozusagen wieder lichtempfindlich machen? Ja. You are using cells, which are not human cells, but cells from, well, other organisms. Light-sensitive cells from algae. Proteins. Proteins. Yeah. And so first of all, you are mixing sort of light sensitivity of different organisms. So is this, will this be a different vision? Sie vermischen im Grunde genommen die lichtsensitiven Proteine von Algen, die Sie einbringen in das menschliche Auge. Und ich frage mich immer, wird das ein anderes Sehen sein? It will be different. It will be a new language. I think people lost their mother tongue and they have to learn a new language. And this language, how easy they will learn the language depends on how good is our therapy. And there are several forms of that, but also how well patients can learn. So we will see differences between fast learners and slower learners. And I think as the therapy will go away, we will have to learn a lot about rehabilitation and concentrate on how we bring back the language. We give the physical possibility to have light sensitivity, but after that is training to learn. Also im Wesentlichen geben wir diesen Menschen wieder das Augenlicht oder die Sensitivität, aber es ist ein anderes Sehen und man muss dieses neue Sehen erlernen. Ganz konkret, wie sieht das aus? Also wie wird das in den nächsten Jahren stattfinden? How is this sort of new sight, the new light sensitivity? I mean, could you just explain a bit more in detail? So in a clinical trial, you inject this vector, this gene therapy vector, and you wait for a while, and then you get some sort of a light sensitivity, and then comes a series of tests now, not in the laboratory, but in patients, to evaluate what kind of vision they have. And then come, of course, there are, we can quantitate what kind of vision, but we also have to ask, it's very important at the end, is that what life quality change these people will have, and what can they learn with this new language in their eye? Also, es gibt bei den klinischen Studien im Grunde genommen die große Herausforderung, wenn die Menschen wieder ihr neues Augenlicht bekommen, uns genau oder mit ihnen im Dialog zu stehen, genau zu fragen, was genau ist es, welche Qualität verbessert sich, um dann nach und nach in eine Art neues Sehen zu kommen. So, in other words, a patient, just let's imagine a couple of years later, we would sit here, a patient who has been treated will see, but in a different way than he sees right now. Yeah. Also, wenn wir uns das mal ganz konkret vorstellen, ein Patient in ein paar Jahren von jetzt, wenn diese Therapie wirklich dann greift, wird anders sehen, als wir beide es jetzt tun. Können Sie das mal beschreiben? Wie ist das? Yeah. First of all, these patients will never have the complete ability to see as us. They will get a new vision and we have to understand what is it good for. They also will, at the beginning, they will not see colors. It will be like an old movie in which you had grayscale movie. So I think that the key is to go slowly and rigorously, even in patients. We learn from a given therapy, we change our therapy and we go we make it better and better. It's an iterative loop. It is not, here's the therapy you see and bye-bye, mm-hmm. but it is, you have to understand, it's a new kind of science because we used to do science in the laboratory and now we have to do science by listening to people, by looking at physical measurements in people and change our strategy based on what we, for example, which cell type we target, we don't know which is the best. We have to learn from clinical trials. Also,
Bei unseren Experimenten wird es in den nächsten Jahren darum gehen, sehr genau auf die Patienten zu hören, denn es wird ein anderes Sehen sein, vergleichbar mit alten Kinofilmen in Schwarz-Weiß, so könnte man sich das grob vorstellen. Und es ist dynamisch, das heißt, wir werden dann sehr genau adaptieren können, wo die Targetzellen sind, welche Zellen wir wie verändern, damit wir auf die Art und Weise in so einem Kreislauf die Dinge nach und nach besser machen. Let me ask you, I mean, you are one of the people worldwide who understands vision the best. What is the real wonder of vision? Was ist das eigentliche Wunder des Sehens? Well, I think that we understand a lot about the retina. We understand very little about up here. So I will talk about the retina right now. To me, what is really remarkable, that I thought at the beginning that we have an image that comes to the eye, and then the retina does something, and then this new neural image or video we then pull to the brain. And what is not the case. What the retina makes is 30 different videos of the world simultaneously. So it's like a Photoshop operation, 30 different Photoshop operation. You see the edges, the color, the movement, and all different parts. And somehow you break down to components what is out there, and then you stream it to the brain. But the brain have to reconstruct from that 30 movies what is out there. So what to me, one of the biggest miracles, how our brain takes it back together, these 30 movies that we are constantly gaining. Also für mich ist das größte Wunder, dass es eben nicht so einfach ist. Früher dachte ich, es wäre sozusagen ein Bild, was dann irgendwie verarbeitet wird. Aber die Retina, im Grunde genommen die Vorverarbeitung im Auge, kann man vergleichen mit einem Videostream wie im Moment, aber nicht ein Kanal, sondern 30 parallele Kanäle, jeder spezialisiert, der eine guckt auf Bewegung, der andere auf Kanten, und das eigentliche Wunder ist, wie das Gehirn am Ende aus diesem hochkomplexen Stream aus 30 verschiedenen Kanälen, die über den Sehnerv geleitet werden, ein Bild wieder zurückkonstruiert. What is sort of remarkable in your research is the fact that it's very interdisciplinary. So you have not only fundamental science working, you have people from hospitals working. You are bringing together two totally different cultures in your new institute in Basel. What is the greatest challenge? Das Besondere daran ist, dass Sie nicht nur Grundlagenforschung machen, sondern eben auch medizinische Forschung, Ärzte mit einbinden in Ihrem Institut in Basel. Was ist da die größte Herausforderung? The biggest challenge is the culture. It's a culture change. The culture of medical doctors is fundamentally different than the cultures of researchers. Even though a lot of researchers, they say, I do it for translation, but we are given the opportunity to talk to medical doctors, they sometimes say, well, somebody else will do it. And from the medical side, it is a true profession. Insurance companies give you 10 minutes to deal with a patient. You are extremely good in your profession, but very hard to see how you will come up with a new treatment. And I think the real opportunity is to somehow engineer these two cultures together. With Hendrik Scholl, we work a lot on how can we really merge these two together. And one of the conclusions is that we need a new generation of medical doctors and researchers that somehow enjoy the process. This translational process is extremely enjoyable, but this is a new science. It doesn't really exist. We have to create that. And I think that politicians and researchers and medical doctors must work together, and foundations must work together to make this process possible. This is not an easy one, because we're talking about completely different cultures. Also was wir erleben, sind zwei komplett unterschiedliche Kulturen. Die Grundlagenforschung, die natürlich gerne experimentiert, die im Grunde genommen sich neue Fragen stellen. Auf der anderen Seite die Kultur der Ärzte, die eher zum Teil durch Versicherungen gezwungen sind, in einem bestimmten Raster zu leben, von daher von Berufswegen eigentlich nicht neue Türen so schnell aufstoßen. Und wir versuchen, diese beiden Kulturen zusammenzubringen. Und meine Hoffnung, wenn ich das so übersetzen darf, ist, dass in ein paar Jahren eine neue Art von Wissenschaft entstehen soll, die im Grunde genommen diese beiden Facetten, also nah am Patienten einerseits, aber trotzdem
Dinge immer wieder verändern, also einen Prozess sozusagen sehr viel aktiver zu gestalten, dass das etabliert wird. Let me ask you two other questions. One, the Körber Prize is a prize, a European prize, and we are very proud of it. You are from Hungary. Now, Europe sort of in these days is very heterogeneous, and unfortunately, science in Hungary sometimes I have the feeling is quite different, and Hungary with Viktor Orban is also quite different. How do you see that? I mean, as a original Hungarian, does that make you sad? I think that we should really focus on opportunity and not sadness. I think that what you see in Eastern Europe, I grew up in Eastern Europe, that there's a lot of young people who are really, really interested in science, much more than in Western countries, much more than in the US and the Western world. My heroes were mathematicians. That's why I studied mathematics, because Paul Erdős or other people are really, for us, well, that's what to do. And I think that there's a huge potential of young people want to become scientists. And I think that you really should focus on how to make this possible. And I think history, of course, very different in Eastern Europe and Western Europe. Eastern Europe was under Soviet occupation. And when you come out from such a major, massive destruction, you need a lot of experiments in society to find yourself. But along the way, I think science should not focus on what is good and what is not good in politics, but we should focus on young people, talent, and new opportunities to bring together, you know, the West and the East. Der Applaus zeigt mir, dass der größte Teil dieses Publikums es auch auf Englisch verstanden hat. Aber es geht, ganz kurz zusammengefasst, darum, eher die Chancen zu sehen, die Begeisterung junger Menschen in solchen östlichen Nationen wie Ungarn, die eine sehr viel größere Begeisterung für Wissenschaft haben. In dem konkreten Fall bei Ihren Forschungen, glaube ich, wird es eine sehr hohe Akzeptanz geben von Menschen, die diese Art von Wissenschaft unterstützen. Das sehen Sie auch, wenn Sie sich mal die E-Mails angucken. Sind die Menschen da besonders ungeduldig? If you look at your emails and you see many patients or people writing to you, well, I have the feeling they have a lot of hope in your research. I think that what is sort of important for us in our institute is that we understand, of course, there is a lot of hope and a lot of pressure from society, but we really do science. We don't do voodoo. It is a machine. We understand the machine. We use the principles of physics, mathematics, chemistry, biology, and we build something really simple. I mean, once you know there's a bacteria that can make a gene to make light sensitive, if you think through, it's extraordinarily simple what we do, and it might have a society consequence, but our focus is understanding, use science to turn into something that is useful for medicine. And I think that we are very happy that it has a societal impact, but inside we are scientists and focusing on the understandable and turning this into new medicine. Also, es geht darum, dass er noch einmal sehr klar betont, die Wissenschaft, also nicht Voodoo, sondern wirklich diese in Anführungszeichen Maschine zu verstehen. Wir könnten noch sehr lange diskutieren. Sie erinnern mich immer an einen Satz, den Groucho Marx gesagt hat. Er sagte irgendwann, don't believe your eyes, believe me, so in etwa. Bei Ihnen sieht es anders aus, und wenn man schon hier in Hamburg ist, we heard the mayor, wir haben den Bürgermeister gehört, es gab mal einen Vorgänger, und der hat immer gesagt, wenn man Visionen hat, dann sollte man zum Arzt gehen. Ich glaube, heute haben wir diesen Satz nochmal anders interpretiert. Es geht um echte Visionen, und wir haben unter anderem einen Arzt hier, der ausgezeichnet wird, Botondroska.
Helmut Schmidt und viele andere wären sehr stolz auf Sie. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke vielmals.